Mein Name ist Fabienne Spielmann, ich bin Berufs- und Laufbahnberaterin in BITS Bern und in diesem Video möchte ich euch die Berufe und Ausbildungen oder mit anderen Worten das Bildungssystem der Schweiz und seine Möglichkeiten etwas genauer vorstellen. Das schweizerische Bildungssystem ist wie eine Kletterwand, kann man sagen. Wir haben vielleicht Ziele, die wir uns stecken, wo wir ankommen möchten. Es gibt aber ganz verschiedene Wege, ans Ziel zu gelangen. Kein Weg ist richtig, keiner ist falsch. Einer dauert vielleicht ein bisschen länger oder kürzer. Man nimmt unterschiedliche Erfahrungen mit, aber schlussendlich kann man an das Ziel gelangen, wenn man dann das Potenzial und die Energie mitbringt. Hier sehen Sie die Darstellung des schweizerischen Bildungssystems auf einen Blick. Es ist alles sehr bunt und es ist sehr viel drauf, sehr viele Pfeile und Kästchen. Ich möchte versuchen, euch hier ein bisschen einen Überblick zu geben und mehr Klarheit zu schaffen, was wir hier eigentlich vor uns haben. Das schweizerische Bildungssystem darf ich, glaube ich, wirklich sagen, das ist einzigartig und ist qualitativ sehr hochwertig. Es genießt ja auch einen guten Ruf über die Grenzen der Schweiz hinaus. Ich denke, ein Grund dafür ist eben sicherlich diese Transparenz. Das heißt, dass die Wege sehr durchlässig sind. Das zeigen ja auch diese Pfeile in alle Richtungen. Grundsätzlich liest man dieses Bildungssystem von unten nach oben. Wir starten in der Volksschule, das haben wir alle erlebt. Das ist ein gemeinsamer Startpunkt, wo wir bis in die 9. Klasse hinein mit unseren Schulkolleginnen und Kollegen sind. Dann steht schon eine erste Entscheidung an. Und zwar geht es für mich eher in den gelben Bereich, sprich in die berufliche Grundbildung, die Lehre. Oder geht es für mich eher in den blauen Bereich, in die Mittelschulbildung, das heißt Gymnasium oder Fachmittelschule? Vielleicht wissen Sie, wie die Verteilung etwas ist. Diesen Weg gehen rund 2/3 aller Schülerinnen und Schüler, also machen eine Lehre. Den Weg der Mittelschule über Gymnasium oder FMS gehen rund 20% aller Schüler und Schülerinnen. Wenn man eine Lehre macht, hat man die Möglichkeit, entweder eine sogenannte EFZ-Lehre zu machen, also ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis zu machen als Abschluss. Da gibt es viele, viele, viele verschiedene Berufe. Und zwar kann ich Ihnen das gerade kurz zeigen anhand dieses Berufsfensters. Hier sind alle Lehrberufe zusammengefasst, die man im Moment überhaupt machen kann. Vom Schreiner über Zimmermann, über den Laboranten, über die Fachfrau Gesundheit, die Informatikerin etc. etc. Diese Lehre dauert eben etwa, also nicht etwa, sie dauert 3 oder 4 Jahre, während die EBA-Lehre, also das eidgenössische Berufsattest, nur 2 Jahre dauert. Der Unterschied zwischen diesen 2 Lehren ist, die EFZ-Lehre ist sicher schulisch anspruchsvoller, schwieriger. Sie ist auch etwas theoretischer. Also wenn Ihr Kind jetzt eher ein bisschen Mühe in der Schule hat, vielleicht ein Realschüler oder eine Realschülerin ist, die schulisch nicht so gut ist, dann kann es durchaus auch Sinn machen, diesen Weg über die EBA-Lehre anzuschauen, da hier das Kind noch etwas mehr Zeit hat, in die Berufswelt einzutauchen, zu starten und vielleicht auch nicht von Anfang an gleich viel Verantwortung übernehmen muss. Ja, wenn man dann diese Lehre abgeschlossen hat, hat man verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich sage, genug Schule, ich bin etwas schulmüde, ich möchte jetzt arbeiten gehen und Berufserfahrung sammeln, das ist ein sehr guter Weg. Ein anderer Weg ist, ich habe noch nicht genug gelernt, ich möchte weitermachen. Und da sieht man auch, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte ich Berufserfahrung sammeln und mit dieser Berufserfahrung in den braunen Bereich, also die höhere Berufsbildung, gehen. Das heißt, ich kann mich spezialisieren in meinem Bereich,
mein Wissen da vertiefen, vielleicht auch mehr Verantwortung übernehmen. Auf alle Fälle ist dieser Bereich Berufsprüfung, höhere Fachschule, das sind so Begriffe, das ist eher praxisbezogen, anwendungsbezogen auf den Beruf, den man eben gelernt hat. Eine andere Variante wäre zu sagen, mich zieht es eher Richtung Studieren. Dann kann man nach der EFZ-Lehre die Berufsmaturität machen als BM2 oder man kann auch während der Berufslehre die Berufsmaturität schon machen, das wäre dann die BM1. Mit dieser BM-Berufsmaturität habe ich dann den Zugang an die Fachhochschulen, um da studieren zu gehen. Das wird dann eben theoretischer, kopflastiger, vielleicht auch schon wissenschaftlicher, bis hin zu der Universität, wo man nach der Berufsmaturität noch eine Passerelle machen kann, eine Zugangsprüfung. Wenn man diese besteht, kann man an der Uni studieren gehen. Da sind wir dann schon sehr theoretisch, abstrakt, sehr akademisch unterwegs. Es geht um Theorien, Modelle, Zusammenhänge etc. Das ist so dieses Spektrum im gelben Bereich und die Möglichkeiten danach. Wir haben auch die Möglichkeit, direkt in eine weitere Ausbildung nach der Schule hineinzugehen, also weiterhin zu lernen, Hausaufgaben zu machen, viel Allgemeinbildung sich noch anzueignen im Gymnasium oder in der Fachmittelschule. Das ist ein Weg, der eher dann für die Sekundarschüler geeignet ist. Wer nicht direkt in eine Lehre startet oder in eine Ausbildung, der hat auch die Möglichkeit, ein Brückenangebot wahrzunehmen. Das heißt, vielleicht kennen Sie als Eltern die öffentlichen 10. Schuljahre, es gibt aber noch ganz vieles anderes, eine Vorlehre, ein Motivationssemester etc. etc. Das ist sicher für Jugendliche gut, wo man sieht, der Einstieg ist nicht möglich, zum Beispiel, weil man einfach keine Lehrstelle gefunden hat oder weil Ihr Kind sich noch nicht reif fühlt für diesen Schritt und einfach noch nicht so weit ist in seiner Entwicklung, um diese Selbstständigkeit zu übernehmen, diese Verantwortung zu übernehmen, um eine Lehre zu starten. Dann kann so ein Brückenangebot sinnvoll sein. Für die öffentlichen Brückenangebote im Kanton Bern braucht es in der Regel eine Empfehlung der abgebenden Schule. Und natürlich auch die Motivation der Jugendlichen, so einen Weg zu gehen. Es gibt auch Brückenangebote privater Natur. Und da könnte ich nie alle aufzählen. Also Auslandsaufenthalt, Sprachjahr, Operjahr, Sozialjahr oder andere schulische Vertiefungen, um sich auf eine bestimmte Lehre zum Beispiel vorzubereiten. Da gibt es ganze Kataloge. Kann ich Ihnen vielleicht auch kurz zeigen. Hier haben wir eine Broschüre Brückenangebote, wo man sich über alle Möglichkeiten informieren kann. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jemand, der gerne praktisch arbeitet, der jetzt wirklich einsteigen möchte, das eigene Geld verdienen, in einen Betrieb gehen, mitarbeiten, ich mache eine Lehre, dann wäre das ein Beispiel. Es ist jetzt ein Beispiel von einem von rund 250 Lehrberufen, der sehr bekannt ist, auch recht beliebt ist und auch häufig vorkommt. Also Angebot und Nachfrage sind beide sehr hoch, nämlich der Kaufmann oder die Kauffrau EFZ. Bei dieser Ausbildung könnte man sich eben zum Beispiel vertiefen in der höheren Berufsbildung und sagen, ich konzentriere mich auf Finanzen, ich werde Finanzplaner. Oder man sagt, genug kaufmännisches Wissen, genug Wirtschaftsfokus, ich möchte gerne in die Gesundheit, ich werde jetzt Aktivierungsfachfrau oder Fachmann, zum Beispiel in einem Altersheim oder einem Spital. Oder man sagt, mich zieht es noch mehr Richtung Studium, ich mache jetzt noch die Berufsmaturität oder danach die Passerelle und studiere Betriebsökonom an der Fachhochschule oder an der Universität. Es werden jetzt nur einige Beispiele und Sie sehen auch, entweder ich baue auf meinem Wissen auf und vertiefe das, erweitere das, oder vielleicht merke ich auch, mich zieht es in einen anderen Bereich, ich möchte mich ein bisschen umorientieren. Auch das ist häufig, nicht immer, aber
häufig möglich. Noch kurz ein zweites Beispiel, wenn ich mit einer zweijährigen Lehre starte und Küchenangestellte oder Angestellter bin, auch da kann ich entweder arbeiten gehen und einfach mein Geld verdienen und im Moment keine weitere Ausbildung machen, oder ich kann noch die Lehre als Koch oder Köchin EFZ anhängen, um dann zum Beispiel Zugang zu haben, um mich zu vertiefen als Chefkoch, vielleicht an die Hotelfachschule in Thun zu gehen, um da mal eine Führungsfunktion in einem Hotel zu übernehmen, oder ich mache noch die Berufsmaturität und oder die Passerelle und gehe Richtung zum Beispiel Ernährungsberater an der Fachhochschule oder Richtung Lebensmittelwissenschaften an der Universität. Hier auch ein paar Beispiele, die jetzt verwandt sind zu diesem Koch- und Lebensmittelbereich. Auch hier ist vieles anderes möglich. Das waren jetzt übrigens Beispiele von einem Kaufmann, Kauffrau, Koch und Köchin. Dies gilt aber für ganz viele andere Berufe, dass man so viele Wege und Möglichkeiten auch gehen kann. Gehen wir noch kurz auf die Mittelschulbildung ein. Die Mittelschulbildung heißt, ich gehe nach der Schule weiterhin zur Schule. Ich bin immer noch unter einem Dach und lerne bestimmtes Wissen. Wenn man sagt, ich möchte weiterhin in die Schule gehen, gibt es zwei Möglichkeiten. Hier, das ist etwas verwirrend, die offiziellen Mittelschulen sind das Gymnasium und die Fachmittelschule. Es gibt aber auch zwei Schulen, die Mittelschule in ihrem Namen haben, nämlich die Wirtschafts- und die Informatik-Mittelschule. Das sind aber eigentlich eher, die gehören zum Bereich der Grundbildung, weil man dort einen Lehrabschluss macht, nämlich bei der Wirtschaftsmittelschule als Kaufmann oder Kauffrau, bei der Informatik-Mittelschule als Informatiker oder Informatikerin. Genau. Das heißt, hier könnte man nach der Schule arbeiten gehen. Hier hat man noch nicht wirklich einen Berufsabschluss und muss weitermachen, eben zum Beispiel studieren gehen. Das sind diese vier Wege. Ich gehe ganz kurz noch darauf ein. Gymnasium und FMS sind für Jugendliche, die gerne lernen, die auch Engagement und ein Stück weit Durchhaltewille zeigen, sich Stoff anzueignen, sich zu vertiefen in Lernmaterialien. Es ist sicher auch gut für Kinder, die gerne zur Schule gehen, die neugierig sind, die hinter die Dinge sehen wollen, also auch verstehen, warum ist etwas, wie es ist, wie sind hier die Zusammenhänge. Das wäre vielleicht so ein Typ, wo man sagen kann, der würde wahrscheinlich ganz gut in ein Gymnasium oder in eine FMS passen. Das Gymnasium dauert 4 Jahre, die FMS je nach Abschluss 3 Jahre oder wenn man die Fachmaturität noch dranhängt, auch 4 Jahre. Das Gymnasium und die FMS sind beide allgemeinbildende Schulen. Das heißt, man hat ein breites Spektrum an ganz verschiedenen Fächern, Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften, Geografie, Biologie etc. Während man bei der WMS und bei der IMS am Schluss einen Berufsabschluss eben als Informatiker oder als Kaufmann oder Kauffrau hat. Das heißt, eigentlich ist es ein schulischer Weg zu einem Lehrabschluss. Diese beiden dauern auch 4 Jahre. Sie haben ein Praktikumsjahr integriert, so dass wirklich gewährleistet ist, dass man Theorie und Praxis sozusagen unter einem Dach hat. Das Spezielle hier ist auch, dass in der Regel bei WMS und IMS die Berufsmaturität mit der Richtung Wirtschaft gleich in die Ausbildung integriert ist. Das heißt, nach der WMS oder IMS könnte man direkt zum Beispiel an eine Fachhochschule studieren gehen. Für all diese Schulen braucht es eine Empfehlung der abgebenden Schule, um dann hier starten zu können. Wenn man gerne starten möchte und so eine Empfehlung der Lehrperson leider nicht kriegt, dann hat man auch die Möglichkeit, eine Aufnahmeprüfung zu machen. Und wenn man die besteht, kann man ebenfalls starten in so einen Weg. Vielleicht noch der Unterschied vom Gymnasium und FMS. Das Gymnasium
Da kann man ein Schwerpunktfach wählen, später auch ein Ergänzungsfach. Und dadurch kann man dem so einen leicht individuellen Touch geben, vom inhaltlichen Schwerpunkt her. Das ist bei der FMS schon etwas ausgeprägter. Dort geht es nämlich vor allem um Leute, die sagen, ich möchte eine Ausbildung machen im Bereich Gesundheit, Pädagogik, also Unterricht, oder im Sozialbereich. Also vielleicht später eine höhere Fachschule als Pflegefachmann, als Aktivierungsfachfrau, als Fachfrau Operationstechnik, als Sozialpädagoge oder als Kindererzieher zu machen. Wege nach der Mittelschule, in der Regel geht es eher Richtung Studium, kann man x etwas studieren, Jurist, Lehrerin etc. Oder man kann auch an die Fachhochschule gehen. Hier ist es allerdings so, dass die Fachhochschule und auch die Wege weiter nach links sagen, du kommst vom Gymnasium, du hast zwar eine sehr breite Allgemeinbildung, aber du hast nicht wirklich berufliche Praxiserfahrung. Das heißt, wenn man von rechts nach links wandern möchte in der Weiterbildung, also mehr praxisorientierte Weiterbildung machen möchte, muss man noch mehr Praxiserfahrung sich aneignen. Wenn man von der Lehre mehr nach rechts Richtung Studium möchte, hat man viel Praxiserfahrung und etwas weniger Allgemeinbildung. Das heißt, in diese Richtung muss man sich mehr Allgemeinbildung aneignen. Ja, das wäre so das Wichtigste zu diesem Bildungssystem und den Möglichkeiten. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Klarheit reinbringen. Es gibt sicher noch ganz viele andere Dinge, die ich hätte sagen oder erklären können. Also wenn Sie weitere Fragen haben, dann melden Sie sich einfach ungeniert beim BITS in Ihrem Standort. Alle Berufsberatenden der BITS Kanton Bern freuen sich sehr, Sie kennenzulernen.